Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit für Rätsel von die Kreuzwort. Runde von die Rätsel von die Kreuzwort. Ja. Hehe. So, und deswegen machen wir jetzt mal ein Wort. Und dann ein Kreuz. Und dann ein Rätsel. So, und dann, was haben wir denn hier so? Mischfarbe. Könnte lila oder könnte grün. Grün sieht gut aus, aber grün ist es nicht. Also wird es orange. Nee, orang. Nein, auch nicht. Es könnte immer noch irgendwas anderes sein. Ich weiß es noch nicht, aber ich habe schon mal ein paar richtige Buchstaben. So, Fisch, Fischart ist wieder mal Alete. Betreff, Abkürzung ist, huch, BETR, nicht BETZ, ach Mann, Weihnachtsmann hat einen Bart, der Weihnachtsmann hat einen Bart, ja, natürlich, ich weiß nicht, wer dieser Bart ist, aber der Weihnachtsmann hat definitiv einen, so, nein, er hat natürlich einen Bart, ja. Und deswegen darf er mit auf Kaperfahrt fahren, weil er ein Mann mit einem Bart ist. So, Staat. Ist auch ein Land. Ist auch eine Nation. Oh, genau, das ist ja auch eine Nation. So, Timo oder Tino? Abkürzung Telefonkonferenz ist eine Telco. Sage um Weltuntergang. Na, das ist... Ich weiß, was es ist, aber wird das... Nee, genau. Ragnarok mit einem Ö. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es tatsächlich Ragnarök ausgesprochen wird oder ob dieses Ö dort vielleicht sogar eine andere Aussprache hat als bei uns im Deutschen. Nichtstaatliche Organisation ist eine NGO. Gesetzeskonform ist legal. Legal, illegal, egal. So, Farbe. Was haben wir denn hier noch? Mischfarbe ist braun. Natürlich. Und das war mein Rechner, nicht eurer. Wollte ich nur mal so sagen. Beruf im Baufach. Ja, Bauer. Nein, Maurer. Nee. Mal gucken. Griechischer Frauenname. Wissen wir noch nicht. Küchengewürz. Könnte alles Mögliche sein. Oregano. Bam. Und das ohne ohne irgendeinen Buchstaben davon zu kennen. So, dann haben wir hier den Earl Sinclair. Dann norddeutsches Dachdeckermaterial. Ist wahrscheinlich auch Dachdeckermaterial, was man woanders benutzen kann, aber ja, wenn das so ist. So, unbebautes Land ist wahrscheinlich irgendwas mit Land am Ende. Bruchteil ist, ja, ein, gucken wir mal. BR ist, glaube ich, nee, Hessenrundfunk meinen die dann? Okay, Zelle, CL vielleicht, auf jeden Fall... Ein Bruchteil wird hier ein Achtel sein. Achteck. Ein Achteck ist ein Bruchteil. Wenn man es aus der Hand fallen lässt. Ausschweifung ist eigentlich auch eine Orgie, aber Elegie passt auch gut dazu. Ich glaube aber nicht, dass Elegie jetzt hier passt. Also das wäre schon witzig. Nein, ein Könner ist ein Pro. Ah, verdammt. Farbe könnte, besser gesagt, Windrichtung könnte Nord, Süd, West, Ost. Okay, dann nehmen wir doch mal West, weil das passt denn. So, die geballte Hand ist der Typ von Goethe. Die Prachtstraße haben wir auch schon mal gehabt. Das ist die Allee. So, und dann ist unsere Farbe wahrscheinlich blau. Der Alleskönner ist, ja, wir kennen es aus Pokémon, die sogenannten Ass-Trainer. So, besser gesagt, beziehungsweise. So, der Exzess ist hier gemeint. So, dann Erschöpfungszustand. Jo,
ist Müdigkeit. Nee, das passt nicht. Jetzt ist... Huch! Nee, Huch ist nicht jetzt. Ich schieb das mal wieder richtig hin. So. Ich wollte N-U-N schreiben und bin dabei auf die Leertaste gekommen. Und die Leertaste sorgt dafür, dass das alles nach unten abrutscht. Zu, das könnte sie auch interessieren. Ich hoffe, das hat euch nicht interessiert, denn ich bin gegen Schleichwerbung. So, Anführer ist der Lord? Nee. Definitiv nicht. Ich überlege gerade, Warenart. Obst. Ist auch eine Ware. Störrisch ist Stue. Englischer Adelstitel. Haben wir schon wieder den Earl? Nee, das kann doch nicht sein. Das wär's auch. Dann ist das wahrscheinlich der Lord. Diesmal ist da der Lord. Wo hatte ich denn noch den Lord? Na, wer weiß. Schwingkörper ist natürlich das Pendel. Ja. Alleinstellungsmerkmal. ESP? Nee. ASP? Ich habe keine Ahnung, was die meinen. OSP? TSP? Machen wir mal weiter. Borea. Nee. Lateinisch für Land. Ha. Und unbebautes Land ist unbebaut. Sportliche Autoversion ist erstmal GTI. So. Dann vermute ich mal, das ist Diana. Ja, dann ist das wirklich ein N. Höflich. Galant. Ja. Okay, damit haben wir doch schon mal... Land ist dann Terra. Ja, genau. Red? Nee. Röd? Rief oder so? Nee. Riel? Riem? Rien? Ich habe keine Ahnung. Unbebautes Land ist das Ausland. Nein. Okay, griechischer Frauenname. Mia ist es nicht. Lia, Tia, Ria, Bia, Sia, Dia, nee, Pia, hätte auch was. Ja, aber, huch. Aya, Aya, nee. Ach, das ist ja, Sia, Fia. Mal gucken. Oh Gott, Beruf im Baufach. Ja, machen wir erstmal das voll und dann gucken wir mal weiter. Was könnte noch der Erschöpfungszustand sein? Was ist das? Was ist das? Was ist die Warenart? Damn. Also so viel ist mir mal noch nicht übrig geblieben in letzter Zeit. Ich versuche gerade noch mal einfach ein paar Buchstaben hier einzugeben, um zumindest... Ia? Nee. Uya? Zia? Tia? Irgendwann muss ich es doch mal versehentlich treffen. Kia? Nee. Mia? Nia? Okay. Und jetzt weiß ich auch endlich, was das hier ist. Och, das ist der Monteur. Oyeur. Unbebautes Land ist Neuland. Nee, ist es nicht. Das wäre cool. Aber nein, da hätte da bestimmt sowas gestanden wie das Internet in Deutschland. Es ist Neuland. Ach ja.
Beiland? Nee. Würde auch komisch sein. Also hier ist ja... Rieb ist auch nicht. Rief... okay. Wedland, Ledland, Redland, Redland? Nee. Oh Gott, das sind ja aber mal heute Worte. Also, das ist mal wirklich, wow. Jedland. Ist auch ein schönes Wort. Petland, Zedland, Tedland, Tedland. Edland, Edland, Ödland. Die meinen das Ödland. Ich hätte jetzt gedacht, dass das jetzt nicht zwangsläufig für... Also, ja klar, auf dem Ödland wächst nichts, aber ich hätte jetzt gedacht, die meinen irgendeins, was noch bebaut werden soll und nicht eins, was gar nicht bebaut werden kann. Na gut, mein Fehler, dass ich da in die Richtung gedacht habe. So, Warenart. Kiste. Nein. Aber würde reinpassen momentan. Was ist denn der Anführer? Was ist denn das für ein Anführer hier? Der Anführer ist der... Also, ach, das war ein Wort, wo ich Lord eingegeben habe. Nee, ach Gott. Was gibt's denn da für Worte nochmal? Vor allem, in welcher Periode befinden wir uns denn jetzt bei diesem Anführerwort? Ich gebe einfach mal irgendein Wort ein und gucke, ob irgend... Nee. Das ist ja ein Ding. Ich gebe einfach mal... Ah, okay. Okay, das H würde auch nicht passen. Okay, das sind auch keine Buchstaben, die mir was bringen. Ach so, Hose hatte ich ja schon. Das bringt mir auch nicht. Ich überlege gerade, was kann denn da noch so reinkommen? Das ging da nicht, das ging da nicht. Irgendwann muss doch mal der richtige Buchstabe auftauchen. Ich bin nur langsam mit allen Buchstaben durch. Nee, das auch nicht. Ach, nein. Echt jetzt? Oh. Wow. Okay. Das läuft heute für mich nicht gut. Aber das macht nichts. Wir haben noch ein bisschen über 5 Minuten für ein paar Buchstaben. Erschöpfungszustand. Was könnte das sein? Ich weiß, das ist falsch geschrieben, aber ich gebe es trotzdem einfach mal ein. Okay. Ich überlege gerade, welche
Buchstaben könnten da denn reinpassen? Nommt am Ende. Okay, auch nicht. Huch. Also hier kommt ein T rein und das G war nichts. Okay. Ich glaube, ich komme hier nicht weiter. Ist das jetzt das A auch richtig? Ach so. Kein A dort. Da machen wir mal E, E, E. E. I, I, I. I. Auch nix. O, O, O. Wow. Also irgendwie habe ich das Gefühl. Okay, USP haben wir schon mal. Was für ein Wort ist das denn? Oh nein. Oh, das ist aber auch, so echt fies teilweise. So, und das hier ist einfach nur eine Sorte. Wow. Ich habe anscheinend das hier auch schon mittlerweile vom Kreuzworträtseln. Das ist ja, aber Alleinstellungsmerkmal USP. Unique Special. Keine Ahnung. So, gehen wir mal ins nächste. Es kann ja nur noch besser werden. Milchzucker. Ja. Möbelstück. Die Haifischart. Zum Beispiel das. Ah, okay. Ja. Doch, weiß ich. Dann weiß ich, was das ist. Ist ein lustiger erster Buchstabe. Dann wird dann wahrscheinlich hier. Nee, okay. Okay, wird immer interessanter, ja. Österreichischen Meerrettich. Auch das weiß ich schon wieder nicht mehr. Ich weiß, wir hatten das mal. Reisekosten sind. Gedichtform. Diebesbeute ist mir auch gerade nicht klar. Musikdrama. Tropische Edelholzart. Oh, das sind aber auch fiese Worte heute. Okay, dann machen wir erstmal. Wir haben das und das. Tuttlingen. Raumpunkt. Spielkartenfarbe. Geht es jetzt um die Farbe oder geht es um ein Symbol? Ich denke, es geht um ein Symbol. So, hier haben wir aber erstmal das. Das ist das. Okay. Ein Raumpunkt. Ist mir jetzt klar, was das ist. Also weiß ich schon mal, was die 8 ist. Glaube ich. Ärztliche Helferin. Was haben wir hier noch? Branntwein. Branntwein. Ja, möglich. Unverfälscht ist echt. Ja, dann weiß ich, was das ist. Dann ist das hier ein A. Dann haben wir hier ein T, würde ich sagen. A, T am Ende. Und hier C, O am Anfang. Okay, Geldbeutel ist auch eine B-O-E-R-S-E. Okay, dann haben wir hier ein S. Gasmesser. ja. Barometer ist es definitiv nicht. Das misst auch den Luftdruck. Afrikanische Hafenstadt. Schauspieler Erik. Kenne ich mal wieder nicht. Okay, aber das weiß ich. Außerdem Zupfinstrument. Ja.
Klapper ist auch das. Okay, ja. Schubfach. Was könnte das Schubfach sein? Ich glaube, ich lasse die 5 auch nochmal aus erstmal. Schneehütte ist einfach. Okay, also L-A-Co. Oh Gott. Was ist denn das für ein Wort? C-O-S-L-A-T? Ich überlege gerade, was für Worte gibt es, die das überhaupt haben. Und mir fällt kein einziges ein. Also schön wäre es, wenn ich die 5 noch wüsste. Schubfach. Was könnte ein Schubfach mit 4 Buchstaben sein? Eine Lade. Okay, dann ist das ein A. Klapper könnte Rassel sein. Also Gas. Aber hier H und U. Aber das könnte auch... Das Zupfinstrument könnte auch ein Banjo sein. Liebelei. Aber ich glaube nicht, dass hier dann... Was ist das? Walhai. Die tropische Edelholzart, ist das zufällig Teak? Ja, könnte Teak sein. Dann wäre hier ein A. Dann wäre hier ein E. Okay, E. Was ist die Gedichtform mit E? Oder ins? Machen wir erstmal hier und dann Reisekosten. Ich weiß, worauf die hinaus wollen. Aber mir fällt das Wort gerade nicht ein. Das ist schrecklich. Okay. Ich glaube, ich fange mal so langsam an. Warte mal. Das Zupfinstrument fängt ja mit H an. Harfe. Okay. Affäre. Okay. Wir kommen wieder weiter. Also hier ein A, hier ein E und hier ein R. Und hier ein E. Das heißt, wir haben hier ein S, wir haben hier ein E und wir haben hier ein E. Oh, das ist so schlimm. Das ist so schlimm, dass mir das immer noch nicht einfällt. Schrecklich. Eigenes Tun bedauern. Trauern? Nee. Das sagt man doch nicht für das. Ich glaube, ich fange mal so langsam an, Sachen zu... ich versuche mal, Sachen erstmal einzutragen, die ich weiß. So, Cognac. War soweit richtig, glaube ich. Ja. Dann tapferer Mensch. Ach so. Ja, nee, die 6 hatten wir eh. Machen wir erstmal Laktose. Ach so, warte mal, dann könnte auch da... Ich habe bei Laktose die ganze Zeit an ein C gedacht. Okay, vielleicht wird es jetzt einfacher. Die Böe. So, Co... Der Punkt im Raum ist... Okay, Geldbeutel ist natürlich die Börse. So. Wäre da ein Buchstabe mehr, würde ich Kopfsalat sagen, aber das klappt nicht. Okay, huch. Wir haben hier die Crew, dann haben wir hier den Walhai. Soweit war es klar. Dann haben wir das Zupfinstrument, ist die Harfe. Ja. Möbelstück ist die Bank. Soweit, so gut.
So, dann hatten wir hier Teak. Musikdrama ist. Oh. Achso, machen wir erstmal hier die Affäre noch voll. Natürlich. Mit sowas kenne ich mich wieder aus, wie es aussieht. Das Musikdrama ist einfach nur die Oper. Ah. Diebesgut. Na, warte mal, dann ist die Gedichtform der Epos. So. Ja. Jetzt brauche ich nur noch. Ach, die Spesen. Oh, ich komme manchmal nicht auf das. Auf so schöne. Okay, es ist nicht der Konsalat, es ist das Konsulat. Oh nein, die meinen einfach nur die Gasuhr. Wow. Und ich komme nicht drauf. Schrecklich sowas. Schrecklich. So, Selbstbildnis. Schubfach erstmal, lade. So, Hammer. Klapper ist wie gesagt die Rassel, wenn ich es denn mal gesagt habe. Das Selbstbildnis, wow, das Selfie. Ja, heutzutage malt das keiner mehr. Nein, es wird einfach ein Handy vors Gesicht gehalten und fotografiert. Muss ich mich mit auskennen? Im Grunde sind meine Videos auch zum Teil bewegte Selfies. Ach, so bewegt. Und ich bin gerade ein wenig unscharf. Ich werde mich mal ein wenig weiter zurückbegeben, aber ich glaube, meiner Kamera ist das egal. Ja, dann würde ich mal sagen, ich bin jetzt verschwommen. Es ist ein wenig feucht hier geworden. So. Machen wir erstmal weiter mit den Worten, die wir hier noch haben. Das ist wirklich komisch. Das will sich nicht mehr auf mich anpassen. Warte mal, dann machen wir mal einen kleinen Trick, mit dem das Ganze eventuell mal sich. Nö. 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 Schlimm sowas, wenn man für sowas. Warte mal. Iglo? Das O von. Ich bin heute nicht auf der Höhe. Ich mache hier Schleichwerbung. Zu Ende gehend. Wow, endend. Da muss man einfach nur hier. Ein paar Buchstaben, das GEH wegstreichen und das zu wegnehmen und schon hat man dasselbe. Nee, das wäre ND-End. Man muss hier ein E und dann das GEH oder das GEH und dann ein E und das zu sowieso weg. So, machen wir hier noch das Gebiet. Ärztliche Helferin, MTA. Weil ich mir dachte, ärztlich wäre ein bisschen komisch. Das ist eher sowas wie medizinisch, technischer. Ah, medizinisch-technische Assistenten sind das. Ah, jetzt bin ich wieder. Jetzt bin ich wieder voll da. Und wieder unverschwommen. So richtig in Farbe und bunt. War ich ja vorher schon. Nicht vertraut. Ist natürlich fremd. Ja, ja. Besteckteil ist das Messer. Das wusste ich von Anfang an sogar so. Außerdem haben wir hier Karo. Das hat mir geholfen vorhin mit dem Ort. So, Festung ist die Bastei. Es gibt auch die Bastille, aber das ist eine ganz bestimmte Bastei. Oder so. Kleines Feingebäck ist natürlich der Keks. Eigenes Tun bedauern und ist natürlich dann bereuen. Ja, jetzt komme ich auch endlich dazu, das zu bereuen. Als ist ein Bindewort. Ade, nein. Ode. Erik Ode. Ich habe keine Ahnung. So, ist das zufällig Lagos? Ja, das ist Lagos. Wer hätte das denn gedacht? So, und damit haben wir wunderschöne Worte schon wieder. Den medizinisch-technischen Assistent oder die medizinisch-technische Assistentin. Ich glaube zumindest, dass MTA sowas heißt. Ich
meine erstmal gehört zu haben. So, haben wir sonst noch was? Die Börse, die Rübe, Bereuen, nö, Böhe ist auch klar. Spesen, Reisekosten, natürlich die sogenannten Spesen. Oh, außer Spesen nichts gewesen heute. Und dementsprechend sind wir auf jeden Fall fertig mit unserem wunderschönen Kreuzworträtsel. Für mich heißt es wahrscheinlich so in knapp 2 Stunden nochmal aufnehmen, denn ich habe morgen eine schöne längere Reise vor mir und deswegen denke ich mir, ich mache einmal ein Kreuzworträtsel vor Mitternacht und einmal eins nach Mitternacht. Geht also davon aus, dass in der nächsten Folge, die ihr ja jetzt erst morgen vielleicht sehen werdet, oder gleich im Anschluss, wer weiß, dass ich da wieder so eine sehr gute Leistung abliefern werde, wie gerade. Und ja, damit freue ich mich schon mal drauf und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.